Morgen sind wir Champions mit PostFinance. Mein Name ist Kevin Lindemann. Mein Traum ist, ein Profi-Hockeyspieler zu werden. Und ich werde das erreichen, weil ich hart daran arbeite und an mich glaube. Und ich bringe auch das Skillset mit, um ganz nach oben zu kommen. Eishockey ist ein geiler Sport. Mit den Boys etwas zu erreichen, ist einfach das Coolste, was es gibt. U20-Mannschaft von Lexans IF vor dem Training. Der Kevin hat den Sprung ins Team vor ein paar Monaten geschafft, obwohl er erst 17 ist. Ja, ich habe eigentlich schon früher mal gewusst, dass ich irgendwann mal ins Ausland spielen will, für ein Zeitchen sicher. Und dann, ja, zuerst denke ich vielleicht Amerika oder so, aber nach Schweden. Ja, ja, man weiss, hockey-technisch sind die da sicher auf einem, ja, Top-Level weltweit. Und diese Voraussetzungen, um meine Ziele zu erreichen da in Schweden. Und ja, es gefällt mir auch sonst der Ort und so. Und wie die Leute da sind, passt mir perfekt. Für das Training von heute hat der Chefcoach klare Vorgaben. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att vi snäpper upp nivån lite grann på träningarna. Så att det kommer bli en grym tuff match. Det var en helt annat lag än det vi mötte där nere. Ni ska få lite mera på fötterna där innan match. Bra, går vi ut och gör en jävla bra träning. Der Kevin ist vor rund eineinhalb Jahren auf Schweden gekommen. Der Club hat sein Können getestet und hat dem Wechsel dann zugestimmt. Die Intensität bei unserem Training ist ja, Matchniveau. Es ist ein bisschen ein anderes Tempo da oben. Wenn wir es jetzt mit der Schweiz vergleichen, mit den Ligen U20, glaube ich schon, dass da ein bisschen besser ist. Oder, ja. Und von dem profitiere ich sicher auch. Ja. Han är smart. Han läser spelet jättebra och tycker också han är duktig passningsspelare. Han gör andra spelare bättre tycker jag. Men han är jätteviktig. Han är en av våra framtidskillar. Han är ju ung, men han är bara född 02, men han är med i J20 redan nu då. Det är ju för att han är jäkligt duktig. Så han är en av dem vi tror mycket på. In dieser Jahreszeit sind die Seen in Mittelschweden zugefroren und singen. Wälder und Seen, wo man auch anschaut. Zmitz drin in dieser Märli-Landschaft. Lexand, die Wahlheimat von Kevin. Ein bisschen mehr als 6'000 Menschen leben hier. Ein verschlafenes Städtchen. Aber wenn die erste Mannschaft spielt, dann fängt es an zu leben. Ich glaube, wenn es eine Person gibt in einem Städtchen, die nicht Lexan-Fan ist, Hockey-Match sind immer alle rum. Ja, die Arena fasst ja mehr als da im Städtchen wohnen. Also. Und die Arena ist gleich noch voll. Also, das sagt schon ein bisschen etwas aus. Und ja, ist einfach ein hockey-verrücktes Städtchen. Ja. Der Kevin hat sich die Schweden schnell eingelebt. Ihm gefällt die Mentalität da fast besser. Die Schweizer sind ein bisschen hektisch. Da ist alles so ruhig und ja, mal schauen. Und, es kommt, wie es kommt. Und das habe ich glaub, schon ein bisschen angenommen. Schwedisch redet Kevin unterdessen schon fließend. Pudelwohl fühlt er sich da oben. Sicher auch, weil er vor ein paar Monaten seine Freundin Agnes kennengelernt hat. Sieben Monate vorher.
der Kevin unterwegs mit seinem Vater und seinem Grossvater. Drei Eishockey-Generationen vereint. Die Lindemann sind nämlich die Schweizer Eishockey-Dynastie. Hey. 186 Goal hat Sven Lindemann als Profispieler geschossen. Nach über 20 Jahren hat er letzten Sommer seinen Rücktritt gegeben. Er gehört zum raren Kreis von denen, die über 1000 Spiele als Profi gespielt haben. Die Leistungen von Guido Lindemann und Kevin, seinem Grossvater, sind genauso beachtlich. Als Arosa-Legende ist er mitverantwortlich für den Meistertitel 1980 und auch bei der Nationalmannschaft schiesst er seine Goal. Und jetzt ist der Kevin an der Reihe. Wir sind stolz und alles natürlich. Und dass sie eigentlich weitermachen. Und man muss sie gar nicht pushen. Die wollen von sich aus. Die sagen, ich will, ich will, ich will. Und ich hoffe, das bleibt noch bis zum Schluss so. Dann kommt es sicher gut raus. Wille muss man schon haben. Der Wille hat der Kevin. Aber die Ansprüche vom Vater und vom Grossvater, die vielen Ratschläge, das ist auch eine Bürde. Ja, eigentlich. Ja, jedes Training, jeder Match. Manchmal hat man es halt nicht hören. Schlechter Match. Man weiß es ja eigentlich, dass es schlecht war. Und dann hört man es gleich noch. Ein bisschen verrückt worden. Ja, irgendwo ist es schon ein Druck. Ich meine, der Name ist gross im Hockey hier in der Schweiz. Man weiß, wer Lindemann ist. Man kennt sie. Da erwartet man halt schon, dass wir da halt, auch liefern. Dann halt wieder nachkommen. Ja, vielleicht ab und zu ist schon auch ein bisschen Druck da. Von dem her glaube ich auch nicht schlecht, dass er jetzt auf Schweden ist, weil dort interessiert es keinen oder da kennt uns jetzt mich oder Vater sehr nicht gross einen. Dort muss er seinen eigenen Weg gehen und ich glaube, das tut ihm gut dort. Dort muss er sich durchsetzen und beweisen und das glaube ich ist ein sehr guter Weg für ihn. Dass der Kevin die Schweden weiter Leistung kann zeigen, für das trainiert er auch den Sommer durch. Die ganze Familie ist dabei, beobachtet, was er zeigt. Talent haben sie beim Kevin früh erkannt. Aber bis sie das Feuer mal entfacht war, hat es eine Weile gedauert. Ist erst mit etwa 5 hat er auf das Eis wollen. Vorher hat er nicht wollen, also nicht wollen wissen vom Eis. Der Kleine war viel früher dran. Aber nachher ist er relativ zügig vorwärts gegangen. Also dann hat man ihm ja, schnell kommen können, die Schlittschuhe abziehen. Oder ist einfach jede freie Minute hat er auf das Eis. Oder ist mit dem Sven mit ins Training. Als er einmal die Schlittschuhe angehört, ist es klar gewesen, in welche Richtung dass es geht. In den Ferien hat Kevin Zeit für Golf und die Familie. Sie sind seltener geworden, diese Momente mit allen zusammen. Schön, ja. Ein bisschen Ferien geniessen, gemütlich. Cool, so mit der Family Sachen machen und man hat immer Spass dabei. Also, ist nicht zu verbissen oder so, ist einfach, ja. Mit knapp 16 weg von der Schweiz, von seinem Zuhause, das war ein wichtiger, aber schwieriger Schritt auf dem Weg zum Eishockey-Profi werden. Bei vielen anderen wäre Heimweh ein Thema. Beim Kevin aber? Ich muss leider sagen, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, das ist einfach, er hat so den Fokus darauf, was er will und sein Ziel. Und das war halt wieder ein grosser Schritt und er hat sich extrem gefreut und auch gut darauf vorbereitet, auf das alles mit der Sprache und allem. Und, nein, ich glaube nicht. Du wirst natürlich selbstständiger, wenn du alleine wohnst. Du musst auch mal selber waschen und kochen und ein bisschen überlegen. Es ist nicht das Mal mit dem Papi, der die ganze Zeit Zeug nachträgt und macht. Von dem her glaube ich, die Entwicklung von ihm als Person ist schon super. Und natürlich das Hockey Schweden ist natürlich, die haben sehr gute Spieler dort rausgebracht. Für Kevin soll Schweden ein Zwischenziel auf dem Weg zum Eishockey-Profi sein. Und der Colin, sein 3 Jahre jüngerer Bruder, geht den gleichen Weg und lebt ab dem nächsten Sommer auch in Schweden. Die beiden träumen davon, als Profis zusammenzuspielen. Kann ich stellen auch so? Ja. Sind sie Chai Latte? Chai Latte? Ja. Yes. Und eine warme Schokolade. Seine Freundin Agnes hat Kevin vor 6 Monaten kennengelernt. Ja, Kevin hat jetzt. Ja. Fast, det... Jag är den som pratar, du sitter tyst. Ja, men det är bra. Då får du prata mycket. Du gillar ju det. Ja.
Der Kevin lebt allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das gefällt ihm. Dass man einfach kann, selber entscheiden kann, dass man auch der Herr im Haus ist. Man kann machen, was ich will. Essen, was ich will. Ja, muss ich natürlich schon ein bisschen schauen. Ich kann nicht einfach nur Scheiße essen und so. Aber gleich habe ich spüre schon, dass ich viel mehr Freiheit habe, da, als als ich noch daheim gelebt habe. Und das gefällt mir sehr. Das vermisst man schon ein bisschen, dass da alles gemacht wird. Die Wäsche in die Wäschküche hineinlegen, am nächsten Tag ist es gemacht. Keine Abwäschmaschine, alles von Hand. Nein, es schießt mich recht an, wenn ich das machen muss, aber ja, muss man halt. Ab und zu hilft ihm Agnes beim Haushalten. Und wenn immer möglich, geht sie an das Heimspiel von Kevin. Nein, mir gut, ich habe viel Kühl, ich habe Hockey und dann wäre es kul, ich habe bei ihm. Och sen går typ alla mina kompisar dit också. Så att, alltså han är ju duktig, så om han vill så tror jag att han gör det. Der Kevin und der Remi, der auch in einem schwedischen Club spielt, warten auf die Schweizer U18-Nationalmannschaft. Mit ihr treten sie bei einem Turnier an. Das erste Spiel gegen Schweden wird das Besondere. Ich denke schon, dass sie recht gut sind. Also jetzt das Team, das ich jetzt sehe, auf dem Blatt, sieht schon ziemlich gut aus. Ja, man weiß, wer die Spieler sind. Ein schwedischer Clubkollege von Kevin hat schon provoziert. Freut sich auf die Partie gegen die Schweizer. Ja, er hat gesagt, fahrt mich um und dass wir eh keine Chance haben. Aber mal schauen, wer dann wer umfährt. Das sehen wir dann. Der Kevin ist unterdessen ein Schwedenkenner und lehrt seinen U18-Headcoach Martin Höhner, was Nationalmannschaft heisst. Landslager. Ja, ja, also ein bisschen Aussprache happert, aber der Rest ist richtig. Ja. Zu der Nationalmannschaft stossen, seine Schweizer Kollegen treffen, das ist für Kevin immer etwas Spezielles, obwohl er sich das eigentlich gewöhnt ist. Seit er 16 ist, ist er immer wieder aufgeboten worden. Sundsvall liegt 400 km nördlich von Stockholm am Botnischen Meer. Minus 8 Grad sind in der Industriestadt an der Tagesordnung zu dieser Jahreszeit. Hier im Hockeyzentrum, ein bisschen abseits der City, findet das wichtige Spiel statt. Die Schweden trainieren schon, während bei der Schweizer Taktiktraining auf dem Programm steht. Der U18-Headcoach Martin Höhner will sein Team auf dem Match gegen die übermächtigen Schweden eintrimmen. Immerhin sind die Schweden die aktuellen U18-Weltmeister. Die Woche gehst du pinchen. Aber nur aus einem High-Pressure-Forecheck, okay? Nur dann. Du auch, Max. All dies. Okay, wenn wir voll drin sind, dies, wir machen die Bande zu. Und zwar hart. Sind wir noch alle wach? Ja, es ist sicher richtig, dass er Forderungen an uns stellt. Ja, es ist nur 18 Nationalmannschaft, also das, wir müssen mit dem umgehen können und das umsetzen, was er sagt. Nein, nein, das bleibt steht, das ist die letzte Schule, die ich zeige. Nächstes Mal. Auf Biff. Kevin hat bei uns, seit er in der U16 ist, immer eine sehr wichtige Rolle in der Mannschaft. Das ist unabhängig davon, ob er in Schweden unterwegs ist oder in der Schweiz spielt. Er ist sehr ein cleverer Spieler. Er kann mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Skills in einem Match den Unterschied machen. Und ich erwarte von ihm, dass er sich integriert in der Mannschaft und dass er innerhalb von seiner Linie und seinem Block Vollgas gibt und etwas reisst. Vor rund eineinhalb Jahren ist Kevin ausgezogen auf Schweden mit knapp 16. Als Fremder beim Club Leksand, weit weg von die Hei, hat er sich durchbeissen. Ist reifer geworden. Ordnung in der Garderobe, Pünktlichkeit. Er macht ganz viele kleine Sachen. Macht er so, wie es ein Profi machen muss. Und da merkt man natürlich schon, dass er in den letzten zwei Jahren sehr viel Erfahrung hat können sammeln. Er wohnt alleine in Schweden, er muss seinen Tag gestalten, er muss eine gewisse Struktur haben in seinem Tag. Also das merkt man schon, dass der Bub in den letzten zwei Jahren viel selbstständiger geworden ist. Ja. Im Team wird Kevin aber nicht nur mit seinem Spielverständnis helfen, mit seiner Schnelligkeit und seiner Ruhe.
Manchmal, da ist sich Kevin sicher, braucht es auch Emotionen. Ich weiß nicht, es ist schwierig zu beschreiben. Meistens bin ich ruhig und so, aber auch wenn mal vielleicht einen grusigen Check oder so irgendjemand austeilt, dann kann ich schon mal ein bisschen hässig werden. So. Auch der Trainer macht gewisse Sachen hässig. Gibt es irgendetwas, das unheimlich wichtig ist, dass du jetzt aufs Handy schauen musst? Gibt es das? Also wir können es auch einsammeln, Jungs. Weil ich möchte nicht, dass ihr irgendeine Ablenkung habt. Die Woche. Ich möchte, dass ihr könnt. Hochleistiges Hockey spielen. Und wenn ich es einsammeln muss, dann sammle ich es. Da innen gibt es keine Hands. Findet eine Lösung, aber da innen gibt es keine Handys. Okay? Ist gut. Am Abend weit nach den Zähnen. Besprechung für die Überzahlspezialisten. Der Kevin gehört dazu. Im kleinen Rahmen erklärt der Assistenztrainer Eric Wolski, wie das er sich das morgen vorstellt. So we got the structure, which is kind of the plays we want, the setup we want, breakout what we want. So we need to know what triggers it. Der Gegner von morgen ist nicht nur in den Köpfen der Spieler omnipräsent. Gegen die Schweden muss alles stimmen, dass es zum Sieg langt. Sie haben halt da zwei, drei, vier Top-Spieler, die einfach auch individuell sehr stark sind. Etwas mit dem Böck anfangen. Aber dann halt eben auch ihr Durchschnitt ist auch recht hoch. Also ihr Skill-Level. Ja, es ist eine recht gute Mannschaft. Ich hoffe, dass ich da mitheben kann. Ja, das, sonst würde ich vielleicht nicht da spielen. Matchtag. Now is the time. Schweden sind der erwartet starke Gegner. Aber die Schweizer heben dagegen, spielen diszipliniert und mutig. Sie gehen sogar in Führung. Aber leider nicht für lang. Nach zwei Drittel steht es 1:1 unentschieden. Der Kevin hat sich in einen Schuss gelegt, probiert Blessur und Schmerzen wegzukühlen. Noch ist alles offen in diesem Spiel. Noch einmal mobilisieren die Schweizer alle Kraftreserven. Aber es läuft nicht für die Schweiz. Zwei schnelle Powerplay-Goal und das Spiel ist entschieden. Viel zu schnell. Das tut weh. Ja, schon ziemlich. Es wäre halt etwas Grosses, gegen die Schweden da zu gewinnen, auch auf ihrem Eis da. Es wäre etwas ziemlich Geiles gewesen. Sie haben sehr hart gekämpft, sie haben gut Hockey gespielt heute. Kevin inklusiv, aber es ist offensiv noch zu wenig gekommen. Kurz von eurer Seite, Kevin? Ja, ich finde eigentlich auch, wir sind dabei gewesen, zeitweise besser, habe ich das Gefühl gehabt. Muss beim Stand von 1:1 in einem Hockeyspiel etwas erzwingen? Braucht es das? Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben zu viel wieder aufs Mal. Anstatt, hey, easy. Thank you.
zwei Wochen später zu Hause bei den Lindemanns. Für Kevin ist es knüppeldick gekommen. Nach der Niederlage gegen Schweden hat er sich im Spiel gegen die USA verletzt. Für eine optimale Behandlung ist er extra in die Schweiz geflogen. Ich bin gerade vom Wechsel gekommen. Nachher fährt der Amerikaner auf das Goal, dann zieht er gegen mich rein, schiesst, dann geht er einen Meter vor mir rum und geht mir so seitlich ins Knie rein. Ich habe schon gespürt, dass da etwas nicht richtig ist. Dann bin ich halt gerade raus, nicht mehr weiterspielen. Dann dann dort noch ins Spital röntgen. Am Knochen war nichts zum Glück, aber dann ist das Band, das Innenband angerissen. Und dann bist du zuerst schon gerade mal ein bisschen überrascht und ein bisschen geschockt. Und hoffst natürlich, dass nicht allzu schlimm ist. Aber es gehört halt leider auch zum Sport. Ja. Bei einem Kreuzbandriss wäre die Saison vorbei gewesen. So sollte Kevin jetzt in rund 6 Wochen wieder aufs Eis zurück können. Aber nach dem Rückschlag gibt es nur eins: Schritt für Schritt nehmen. Ja, sicher, dass ich alles daran setze, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein und dann eben auch wieder auf das Level raufzukommen, wo ich war. Und dann von dort auch wieder weiter arbeiten. Kevin ist zurück im Training und spielt auch wieder auf dem Eis. Er hat sich von der Verletzung ganz erholt, hat sich dafür Zeit gelassen. Natürlich hat es auch Momente gegeben, die mühsam waren. Als ich nachher hier zurückgekommen bin, ist es natürlich schon ein bisschen angeschissen, wenn ich da das Match schauen bin von den anderen und gesehen, wie die da gewinnen. Wäre ich auch lieber dabei gewesen, hätte nachher Garderobe mitgefeiert. Ja, das vermisst man schon, wenn man nicht spielen kann. Aber jetzt bin ich wieder zurück und habe wieder Freude. Nach dem Training geht es in die Schule, die gerade neben dem Stadion liegt. Der Kevin hat noch ein Jahr, dann schließt er das Gymnasium mit der Matur ab. Seine Klasse ist eine Sportklasse. Viele von seinen Mitschülern spielen auch Eishockey. Wir können formieren 5 Gruppen. Jag pratade inte svenska när han kom hit, men han lärde sig väldigt fort. Och det var ju väldigt imponerande, om man ska säga. Så att nu går det att kommunicera med honom i alla fall. Underdessen hade Kevin ett annat språkproblem. Jetzt, wenn ich am nächsten Zeit in Schweden bin und da eigentlich praktisch nichts mehr Schweizerdeutsch rede, habe ich einzelne Wörter, komme ich da, habe ich ein bisschen Mühe, um das wieder zu finden, ja, genau, ja. Der Kevin will eine solide Ausbildung haben, falls es mit der Eishockey-Karriere nicht klappen sollte. Hier in Schweden läuft es ihm ganz gut in der Schule. Was ich sehr spüre, ist viel lockerer ist, die Stimmung. Alles, Lehrer vor allem, wie sie umgehen mit den Schülern. Man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie über einem stehen. Mehr, dass sie auf Augenhöhe miteinander reden mit denen, ja. Nach der Lektion geht es wieder zurück ins Stadion. Es steht noch ein Heimspiel an. Das kleine Trainingsstadion nebenan ist mit 600 Zuschauern für einen Nachwuchsmatch gut gefüllt. Auch die Freundin Agnes ist da und verratet ein Geheimnis. Also ich weiß, han tror ju på några stenar eller änglar eller någonting. Och han tror att det är typ lyck eller han tror på dem så att han ska få tur. Lexand spielt momentan stark, liegt aktuell auf dem 2. Zwischenplatz. Meisterschaft ist das erklärte Ziel. Ja, ist super, ja. Macht Spass in dieser Gruppe. Ich glaube, dass wir auch alle immer hart arbeiten und besser werden. Und natürlich auch die Stimmung ist top. Der Kevin zeigt eine solide Leistung. Er gönnt viele Bullis und spielt schlaue Pässe. Am Ende gönnt Lexand das Spiel klar. Der Kevin hat sich die Schweden definitiv seinen Platz erkämpft. Ganz ohne Lindemann-Bonus. In der Schweiz hat man gewusst, wer ich bin, bevor man mich kennt hat. Und da ist Lindemann, ja. Sehr gut. Was ist denn das? Ja? Und, ja, nein, es war sicher schön, dass wir jetzt einfach da
zeigen wir selber einen Namen spielen da oben jetzt. Das nächste Mal bei «Morgen sind wir Champions». Mein Name ist Simon Knack. Ein cooler Buddy von mir geht jetzt. From Zurich, Switzerland, Simon Knack. I read him as an A-NHL player. Wenn es irgendwann mal einen schlimmen Hit gibt, dann würde ich sicher auch meine Handschuhe fallen lassen. Morgen sind wir Champions mit PostFinance.